Moinsen. Der Wettkampf ist vorbei. Gestern war Finale. Es ist genauso gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Zunächst einmal Top 5 war anvisiert, beziehungsweise Top 10 war anvisiert. Und bei der Open Class habe ich es knapp verpasst, habe den 11. gemacht. Allerdings waren wir 26 gestandene Profis auf der Bühne. Dann haben sie noch die Klasse Masters Over 35 nochmal auch mit hinzugefügt. Da haben fast alle auch mitgemacht und ich dann auch und habe da den vierten Platz errungen. Vierter Platz. Das sehen. Jo. So sieht das Ding aus. Ja, für den ersten Platz gab es ein Schwert. Das war schon richtig geil. Und 1000 Dollar Scheck oder noch mehr, 3000 oder sowas. Naja, gut. Mein Ziel war nicht nur Top 10, mein Ziel war auch, dass ich mich hier etwas bekannter mache. Ich habe ja die Videos gemacht in Orlando, das war im April, und letzten Monat in New York, bei der New York Pro. Und jetzt wieder ein paar Wochen später hier in Louisiana, New Orleans. Ja, war auch ein Profi-Wettkampf und man muss schon mal hier öfter antanzen und sich präsentieren. Und man darf nicht von der Form abfallen, so dass man sagt, oh, die sind ja nicht so hart oder die sind nicht so massig oder die sind nicht so dünn oder was auch immer. Man muss einfach seiner Linie treu bleiben und einfach herkommen und das Ding so durchziehen. Ja, der Linie treu bleiben ist auch nicht so einfach gesagt. Also es ist wichtig, wie man sich präsentiert. Und was zu deinem, zu dem, zu der, zu dem Typen passt. Also man kann nicht sagen, man muss dann halt massiver sein oder man muss schmaler sein, um bei den Profis irgendwie zu punkten. Man sieht ja, ja die bekannten Namen wie Jeff Seid oder der hier, wie heißt der, Steve Cook oder sonstige Leute, die ihr so kennt. Das sind aber nicht unbedingt so die Superburner hier. Also die sind schon ganz gut dabei, aber es gibt ganz, ganz andere wie Michael Anderson oder Jason Poston oder Mark Anthony oder Jeremy Buendia oder was weiß ich, wie die alle noch heißen, die ihr wahrscheinlich so nicht kennt, die hier wirklich das Maß aller Dinge sind. Und dementsprechend muss man sehen, was passt zu mir. Zum Beispiel ist man, keine Ahnung, 1,80 groß und man war schon mal auf der Bühne mit 80 Kilo. Und dann sagt man sich, okay, es ist für mich ausreichend. Man darf nicht zu viel Masse haben bei den Profis oder bei Men's Physik. Das ist völliger Schwachsinn, Leute. Also zu viel Masse, zu wenig Masse. Es kommt nicht darauf an, dass man zu viel oder zu wenig Masse hat. Natürlich, klar, darf man nicht wie ein Schwergewichtsbodybuilder aussehen. Das ist klar. Allerdings, wenn ihr schmale Gelenke habt, ja, so wie bei mir hier, sind ja wie Gazellen hier, dann könnt ihr ruhig ein bisschen mehr Muskeln draufpacken. Also die Muskelbäuche sind dann halt voller, sehen voluminöser aus und die schmalen Gelenke, es sieht nicht unbedingt übertrieben dann wie so ein Schwergewichtsbodybuilder oder halt wie Jay Cutler aus oder Phil Heath oder sonstiges. Es hat seine eigenen Gesetze hier. Jeder muss es selber für sich entscheiden, was zu einem am besten passt. Und das geht über Probieren. Und ich habe es genauso gemacht. Beim ersten Wettkampf war ich gerade mal 84 Kilo oder so. Das war wirklich schon runtergeschreddet. Da war ich ultra knüppeltrocken, aber einfach nicht massiv genug. Beim zweiten Wettkampf war ich in New York bei 86 Kilo oder sowas. War auch okay, war schon etwas massiver. Abends bei der Finalshow war ich schon etwas besser als morgens, weil ich viel mehr gegessen habe und getrunken habe. Und hier in New Orleans wollte ich das ein bisschen anders machen. Ich habe von vornherein erst einmal diese Meisterschaft nicht so planen können, weil es sehr, sehr kurzfristig kam. Aber in der Zwischenzeit habe ich ein bisschen mehr Beef aufgebaut, beziehungsweise Wasser eingelagert. Bin fast bis auf 90 Kilogramm hochgegangen, habe die Kohlenhydrate hochgefahren,
Kalorienzufuhr hochgefahren und ein anderes Trainingssystem noch mit reingebracht. Und es hat sehr, sehr gut funktioniert. Also ich habe Entladen, Aufladen oldschool-technisch gemacht. Und ich habe hier keine Waage. Also ich schätze mal, ich war auf der Bühne mit 87, 88 Kilo. Ja, so müsste es gewesen sein. Und das hat super gepasst und so muss es sein. Ja, Figurcheck, ja, können wir nicht großartig machen. Also ich sitze hier nicht ganz nackt, aber können wir ein bisschen gucken. Naja, also es hat alles gepasst. Ich fühle mich wunderbar. Ich konnte noch nicht so viel essen, weil ich ein kleines Problem hier habe. Ich habe eine Kreditkarte und ich dachte, in den USA nehmen sie überall Kreditkarten an. Hier nicht. Nicht überall. Ich habe keinen Dollar mehr, keinen Cent, kein gar nichts. Deshalb habe ich auch bisher nur Sonnenblumenkerne gegessen, die ich noch je hatte. Ja, sonst nichts. Und gestern Abend auch hatte ich auch nichts gegessen. Naja, gut, egal. Mein BCA-Explode, was in meiner Tasche explodiert ist, habe ich nochmal ein bisschen zusammenkratzen können und damit habe ich mich über Wasser gehalten. Ja, hat ja gut funktioniert. Gleich in die Stadt und wir sehen uns in Deutschland wieder. Kommt am 5. Juli nach Köln. Informiert euch bei Body Extreme, wie genau das abläuft und da verrate ich euch noch ein paar Tricks und Tipps und wir sehen uns bis demnächst aus.